Ich bin in einem Haus groß geworden, wo das politisch war. Mein Großvater war ein Bauernjunge aus Wabern und hat aber, da der Hof dem Ältesten übergeben wurde, ein Handwerk gelernt und wurde Schuhmachermeister und bekam ein Stück Geld mit, also genug, um sich eine große Werkstatt zu errichten, und ging nach Hamburg. Und in Hamburg trat er sofort der Sozialdemokratischen Partei bei und trat konsequenterweise wieder aus, 1914, als die Sozialdemokraten die Kriegskredite zustimmten, zu den Kriegskrediten. Und weil er gegen den Krieg war und weil er logischerweise sagte, wenn ich daran denke, dass wir Freunde in Frankreich und überall in Europa haben und jetzt soll es einen Krieg gegen sie geben, was ist das für ein Blödsinn? Das kann ich nicht mitmachen. Und das können eigentlich die Sozialdemokraten auch nicht mitmachen. Das war also sehr konsequent. Und diese Konsequenz meines Großvaters, glaube ich, hat mich bestimmt. Das hat mir einen großen Eindruck gemacht. Und so war er eigentlich auch in seinem Leben, auch wenn irgendjemand ungerecht mir gegenüber war. Mein Vater war eben der Sohn dieses Mannes und war politisch. Hat zwar keiner Partei angehört, ist überhaupt niemals in eine Partei eingetreten, weil er wahrscheinlich von meinem Großvater, also von seinem Vater, dieses Dilemma mitbekommen hat, dass man wieder austreten muss, wenn die Partei etwas macht, was man durchaus nicht unterstützen kann. Also er war nie in einer Partei, aber war ein politischer Mensch und er war Sozialist, würde ich sagen. Er war für eine ausbeutungsfreie Gesellschaft. Und das ist etwas, was ich eigentlich in meinem ganzen Leben schon als Kind erfahren habe. Außerdem hatte er jüdische Freunde. Und ich bin in jüdischen Haushalten gewesen, sie sind bei uns zu Hause gewesen. Das war für mich kein Problem. Ich bin also niemals Antisemitismus gab es bei uns nicht. Und es gab auch sonst keine Ressentiments gegenüber Farbigen oder sonst was. Das, denke ich, hat mich bestimmt. Und deswegen war ich, als 1933 die Nazis kamen, sofort dagegen.